Lasst uns für Bitte halten. Herr Jesus Christus, wie die Menschen vor 2000 Jahren, erwarten wir auch heute dein Kommen. Wir hoffen auf die Erfüllung deiner Verheißung, auf das Leben in Fülle. Wir bitten dich. Du bist das Licht der Welt. Hilf, dass immer wieder Menschen dein Licht zu denen tragen, die ohne Hoffnung sind. Christus, höre uns. Du bist Alpha und Omega, Anfang und Ende unseres Lebens. Gib denen, die an dich glauben, Mut, anderen von dir zu erzählen. Christus, höre uns. Du bist der Messias, Trost und Heil der Menschen. Sei denen nahe, die krank oder einsam sind. Christus, höre uns. Wir beten heute auch besonders für unseren Papst Franziskus, der gestern seinen 86. Geburtstag gefeiert hat. Segne ihn, bleibe bei ihm, gib ihm Kraft und Geduld für all das, was auf seinen Schultern liegt. Christus, höre uns. Du bist die Auferstehung und das Leben. Schenke den Menschen, die gestorben sind, ewiges Leben bei dir. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, du bist der Retter der Welt, du bist der Heiland aller Menschen. Dich loben und preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen. Thank you.
Und schon liegen die 4 Adventssonntage fast hinter uns. Ganz tolle musikalische Beiträge durften wir hier in Maria Hilf genießen. Nun laden wir Sie ganz, ganz herzlich auch zu unseren Weihnachtsgottesdiensten ein. In allen 3 Gemeinden feiern wir Weihnachten, feiern Heiligabend. Sie finden einen kleinen Zettel, wo alles draufsteht, in allen Kirchen ausliegend. Informieren Sie sich da, kommen Sie an Heiligabend, an Weihnachten zu uns in die Kirche. Bis dahin wünschen wir Ihnen aber noch eine wunderschöne und besinnliche Adventszeit.